Bist du zum Gendern beispielsweise? Das ist für mich alles, den haben sie ins Gehirn geschissen, die sowas wollen. So wie wir im Rheinland sagen, nein, ich stehe da überhaupt gar nicht zu. Ich würde weiter von der schwarzen Haselnuss singen, ich würde weiter lustig ist das Zigeunerleben singen, und da lasse ich mich von keinem Menschen abbringen. Das ist ein Stück Kulturgut, und das habe ich wieder in den 60er Jahren in der Blütezeit des Beats wieder populär gemacht, und das soll auch so bleiben, wie es ist.